Hallihallo, der Max und Stubin ist hier und bei mir ist die Selina. Selina, sie versteckt sich. Da ist die Selina mit ihrer Schwester. Wie heißt du, Maus? Maria. Ja. Wo seid ihr her? Also abstammungsmäßig? Die Mama habe ich gerade gesehen. Sie ist eigentlich nicht meine Schwester, sie ist halt die Freundin. Okay, auch gut. Ja. Sie ist aus wie deine Schwester. Auch schön. Okay, aber du bist eine Mischung. Du bist ja. Österreich was? Österreich und Afrika. Schön, cool. Hübsch. Stell dich mal vor den Spiegel. Selina, was machen wir denn bei dir? Bauchnackpiercing haben wir gesagt? Ein normales oberes Bauchnackpiercing, ja. Mit einem Glitzerstein in weiß. Ja. Gott. Dann darf ich dich mal bitten, den Bauch frei zu machen, ein bisschen. Einfach ein bisschen hochzuziehen. Super. Und die Hose, du weißt, die High-Waist-Hosen bin ich kein Fan davon, die müssen wieder runterziehen. Die nächsten Tage, sag ich dir ehrlich, siehst du, hast du normale Hosen auch? Ja. Ja, dann na, umsteigen auf normale. Ja. Geht es mit dem Urteil? Mhm. Oder klemmt unter die Haare. Nur, dass es mir nicht so, ja. Dass dir das mir nicht so runterrutscht, dass ich da drüber komme. So, und du bist wie alt? 14 geworden, heute. Heute? Ja. Alles Gute, so ein Geburtstag. Schön. Was für Sternzeit müssen wir haben? Wassermann. Ich nehme Steinbruch. Die Wassermänner kommen direkt nach mir. Hat er heute Geburtstagsgeschenk? Ja. Also hier stinkt es ja gerade wie in einem im indischen Imbiss. Dieses Wetter teilweise, weil neben uns sind ja zwei Kebabbuden. Ja? Also Kebabbude und so ein Asiate. Und wenn das Wetter teilweise vom Luftdruck so ist, dann drückt es uns irgendwie gefühlt die ganzen Dämpfe von diesen Kaschmann von den Kabinen wieder rein. Oder kommt man vor allem in seiner Reisküche. Ne? Ja. Da kochen wir ja nichts, wir stecken ja Piercings. Ja? Ich komme vor wie in den Bockenbiss, du. So, aber Luft rein, frisch Luft. Und dann hast du lange betteln müssen zum Geburtstag, oder war das ganz einfach für dich? Ganz einfach. Schön, finde ich schön. Wie lange bist du schon Piercing? Seit einem halben Jahr. Nicht wahr? Ja, es gibt Mädels, die sind schon mit 11 angefixt. Die wollen mit 11 schon ein Piercing haben und müssen dann 3 Jahre lang warten und betteln und betteln, dass sie es kriegen. Aber wenn du ein halbes Jahr bist, dann gehst du schon. Und du, Maria? Nein, ich muss schon Piercing. Kein Piercing? Wie alt bist du? Ich bin 11. 11? Ja. Ich hätte auch so geschätzt zu 11, 12. Aber es ist auch gut so, wenn du noch keins willst, ja. Ehrlich gesagt. Bist du eh noch, also rechtlich bist du eh noch zu jung, ja. Darfst du erst mit 14. Und es ist auch besser, wenn du noch gar keinen Bock drauf hast. Ja. Ja? Weil dann musst du dich schon nicht ärgern drüber. Mhm. Es kommt früh genug. Es kommt schon noch. Und es gibt auch Kunden, die wollen nicht Piercing. Das gibt's auch. Das ist auch nicht schlimm. So, ganz gerade steht. Ich zeige es mir an. Maria, wo kommst du her? Aus Serbien. Aus Serbien? Ja. Ja gut, weil sie halt ist, ich hätte dich jetzt auch, ich war mir nicht sicher, wo du herkommst, von den Augen und so. Hätte auch ein bisschen anders sein können. Woher kennt ihr euch? Seit ich eingezogen bin und ja. Also der Nachbar? Seit 4 Jahren. Schön. Ja. Ist ja auch schön, ne? So. So. Wenn Sie sich fragen, also Selinas Mama ist auch hier gewesen. Die haben jetzt gerade rausgeschmissen, also du mehr als ich. Ich habe es natürlich an ihr Plan gesagt, nein, ab geht's mit dir, ja? Sie werden den Auftritt hier genießen, das ist auch noch recht, das darfst du machen, wie du willst. Aber alle, die sich denken, ja, wie geht das? Also man, da kommt dann die Mama mit, dann haben wir eine Unterschrift, da die Ausweise, prüfen das alles und dann darfst du Selina natürlich mit 14 und auch natürlich haben. Voilà, vor den Spiegel. Also, oberer Punkt, unterer Punkt, weil ich mal die Kamera kurz. So, da sind wir schon. Also, du siehst hier den oberen Punkt, unten drin im Nabel ganz tief den inneren, kannst du ja erkennen. Und es ist ganz gerade, einmal 10 mm lang, darf ich bitte einmal rüber zu tun, ein bisschen zu ziehen. Schups, da ist es. Also quasi hier oben und unten. Ja, das war's schon. Gut, wir haben einen weißen Stein, Selina, für dich. Ein Stein unten. Hättest gern zwei, ich schenke dir den zweiten zum Geburtstag. Aber zwei nehmen? Nicht? Nein. Wirklich nicht. Die ist so bescheiden. Na gut, dann halt nicht. So.
Wahrscheinlich den ersten Zungenkuss, da muss ich auch nicht zahlen. Ich will überschenken, jetzt habe ich schon was geschenkt versprochen. Ist ja so brav, jemand Nein sagt, dann kriegt er das direkt was geschenkt. So, also. Bleib kurz stehen. Wie kamst du denn auf uns? YouTube oder? Nein, meine Mama hat es auch ausgesucht. Okay. Weil sie hat ein bisschen im Internet geforscht und so und sie hat halt herausgefunden, dass sie halt der Beste in Wien sind. Tja. Stimmt. Glaube ich zumindest. Leg die mal drauf. Aber hast du Videos mal angeschaut? Ja, jetzt vorher. Okay. Haben sie dir geholfen, hast du dadurch weniger Angst gekriegt oder hast du mehr Angst bekommen? Mehr Angst. Wirklich? Ja. Warum? Ja. Die Leute zeigen doch eigentlich, dass es nicht schlimm ist. Ich weiß ja nicht, ob es wehtut. Naja, das weiß keiner. Also das weiß man vorher nie. Es ist wie bei allem, was man das erste Mal macht. Ja? Da weiß man nicht so Bescheid. Willst du von der Maria die Hand halten oder geht's so? Mhm. Kannst du gerne einfach... Oh, okay. So. Dann... Dann sind wir eigentlich startklar, liebe Selina. Los geht das Ganze. Das ist schlecht, genau so bitte die Hand legen. Und dann das will ich mal so liegen, das passt ganz gut. Tut das weh? Naja, es ist ein Piercing. Es fühlt sich so an, wie wenn dir jemand eine Nadel durch den Bauch sticht. Hast du schon mal gehabt? Nee, ne? Nein. Das ist ein blöder Spruch von mir, gell? Blut abnehmen? Ja. Ja. Wie Blut abnehmen? Eigentlich weniger. Mischung aus Blut abnehmen, aber es geht viel schneller und es sieht dir daher viel schöner aus. Das schaffst du schon. Gut. Einfach die Hand locker festhalten, bitte drücken wir nochmal. Tut der Maria aber bitte nicht weh mit den Fingern oder so. Ganz easy peasy. Geht ganz schnell. Das ist schon fertig. Und? War's schlimm? Nein. Na schon. Dann sind wir durch. Geht's dir gut? Ja. Kreislauf ist okay? Mhm. Wenn du das brauchst, ich habe ein Wasser da, einen Traubenzucker, alles, wenn du das wisst, weil okay, erstes Piercing im Leben sind die Leute auch da ein bisschen aufgeregt und dann nicht so schön wie ist oder so. Ehrlich? Wenn du dich fit fühlst, du kannst da unten schauen, es ist schon drin. Willst du mal aufstehen? Ja. Okay. Und? Dann darf ich dich einmal bitten, dass du uns einmal ganz kurz zeigst. Da ist es. Super schön. Bist du happy damit? Ja. Schön. Freut mich. Schau es doch nochmal kurz im Spiegel an, Selina. Und wir tun es jetzt offen lassen. Also ich klebe das nicht zu. Ich klebe das erst oder gar nicht zu. In dem Fall nur bei den Leuten, die bauchfrei sind. Wir kleben es quasi erst nur zu, wenn Leute bauchfrei zu uns kommen, bei den Leuten, das geht nicht drüber, oder? Mach's mal runter. Ja, das kann man. Lass die Hose jetzt für die nächsten Tage unten, okay. Dass du nichts High-Waist-mäßig anziehst, so fünf Leggings oder eine kurze Jeans, das ist wichtig, aber bitte keine High-Waist. Und bitte nicht bauchfrei rumspazieren, das ist wirklich wichtig. Das Piercing braucht am Anfang ein bisschen Protection, weil du jetzt in der U-Bahn zum Beispiel wärst und es würde irgendein Trottel niesen. Der Mann ist ja nicht böse natürlich, aber es fliegt wirklich, Bakterien können beim Niesen 15 Meter halt fliegen und das kann ich echt erwischen. Also ich habe immer den Fall, dass die Leute halt auch mit frischen Piercings am Ohr zwar mal eine Infektion kommt und sowas. Erster Schritt zum Reinigen und Pflegen, wie ich im Video immer sage, konnte den Spray und Gel verwenden. Du tust als allererstes mal deine Hände waschen und desinfizieren. Wenn die Hände gewaschen und desinfiziert sind, nimmst du bitte, Selina, das Pontelet Spray. Sprühe da bitte zwei, drei Sprühe auf dem Bauchnabel drauf, so oben, unten. Lass den Spray einwirken, 30 Sekunden. Nach den 30 Sekunden nimmst du eine Küchenrolle, machst die feucht. Wenn die feucht ist, wischst du oben und unten das Piercing ab. Keine Rolle stellt dir kein Körperpier, das Fusselin. Zweiter Schritt, Pontelet Gel, da reicht ein Tropfen von dem Gel, den Finger geben, oben und unten, Piercing bewegen und das war's. Drei Wochen zweimal am Tag, dann drei Wochen einmal am Tag. Sechs Wochen am Stück. Und in sechs Wochen sind wir uns hier zum Wechseln kontrollieren, machen wir ein neues Piercing. Kürzer.
Haare färben, Solarium, Entschuldigung, Haare färben, 6 Wochen nicht. Außer du bist mit Friseur, der macht es nach hinten. Wenn du daheim in der Badewanne bist und so, bitte nicht, weil die Farbe darf dir nicht drüber laufen. Sauna, Solarium, Dampf und dann schwimmen gehen, bitte 3 Wochen. Und Haare waschen, duschen und Sport, ab morgen wieder ganz normal. Okay. Ja, wenn übrigens mal jemand sagt, warum ich zu einer, wenn jemand, der farbig ist, sagt, Solarium, ich habe ganz viele, die in Solarium gehen. Was mit Solarium? Nein. Ich habe eine Kundin gehabt, die sagt, sie geht regelmäßig hin und sie fühlt sich wird grau. Und dann geht es in Solarium, wird es wieder brauner. Ja, bis, also ich, weil jeder sagt immer, warum sagt das Solarium? Nein, Solarium ist wirklich, viele, die auch in Solarium gehen. Auch wenn sie schon schön braun sind. Fragen, meine Liebe? Nein. Nicht mehr? Gut, dann gebe ich dir das mit. Danke. Dann danke ich dir fürs Kommen. Hoffe, du warst zufrieden. Du kriegst deine Pflege damit. Maria, tschüss. Baba. Ciao. Auch danke dir fürs Kommen. Und euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sagen wir noch kurz zu dritt. Tschüss, Baba. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und alles Gute nochmal zum Geburtstag. Danke.